Es geht um Schlafstörungen. Ich weiß nicht, wie oft Patienten mir davon berichten, dass sie einen ganz schlechten Schlaf haben, dass sie nicht einschlafen können, dass sie durch Schlafstörungen haben, dass die Gedanken dann anfangen zu kreisen, dass sie immer nachts wach werden zwischen 3 und 5 Uhr und dass sie sich natürlich am nächsten Tag nicht gut fühlen, was ich verstehen kann. Kein Mensch schläft im Übrigen eine Nacht durch. Wussten Sie das? Sie wachen in der Regel 24 bis 28 Mal in der Nacht auf, damit nämlich überall Ihr Körper durchblutet werden kann. Überlegen Sie, wenn Sie 8 Stunden an einer Stelle liegen würden, auf einer Stelle, dann wäre es nicht so ganz einfach, dass wirklich auch dort, wo Sie drauf liegen, eine Durchblutung stattfinden kann. Deswegen bewegen wir uns, aber wir nehmen das nicht wahr, wenn diese Wachphase nicht länger als 1 bis 3 Minuten dauert. Erst wenn es darüber geht, dann wird man wach und dann hat man das Gefühl, eben nicht durchgeschlafen zu haben. Alleine dieses Wissen, dass wir ganz normal aufwachen, hilft ganz vielen Leuten, die aufwachen, wieder schnell einzuschlafen, weil plötzlich ist es nämlich nichts mehr Schlimmes, sondern etwas Normales. Sollten Sie jetzt doch aber wach bleiben, dann versuchen Sie nicht zu grübeln, sich keine Gedanken zu machen. Entweder zählen Sie wirklich von 1 bis 100 und fangen wieder von vorne an, oder konzentrieren Sie sich auf ein tiefes Aus- oder Einatmen, dann finden Sie möglicherweise ganz schnell wieder zu Ihrem gesunden Schlaf und kommen dann doch ausgeruht in den neuen Tag. Denn einer guten Nacht folgt auch ein guter Tag. Sollte Ihnen dieses Video gefallen haben, dann schenken Sie mir Ihren Daumen nach oben. Gerne können Sie diesen Kanal abonnieren und natürlich auch einen Kommentar schreiben. Heute geht es um Gluten. Ein spannendes Thema, aber auch ein sehr gehyptes Thema. Trotzdem sollten Sie etwas darüber erfahren, denn es gibt zunehmend Menschen, die an Glutenunverträglichkeiten leiden. Schauen wir uns doch mal ein bisschen die Entwicklung des Weizens an, weil Gluten ist der Hauptkleberbestandteil des Klebereiweißes.